Moin, seid ihr Füchse da draußen? Willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße wieder recht herzlich zurück zu Minecraft. Noch ist es am Zuckern, aber ich denke mal, bis nächste Woche ist Optifine vermutlich fertig. Ich gehe stark davon aus. So, warte, jetzt gucke ich eben nochmal, ob ich irgendeine E-Mail gekriegt habe. Sorry, habe ich gerade vergessen. Wichtig, nicht, dass hier jemand Notfälle hat und es kommt nichts. Nee, die Welt ist noch in Ordnung. So, alles gut. Dann, wir haben jetzt unseren Ton, den wir brauchen. Wir haben Unmengen an Holz irgendwo. Hier drin. Jo. Und damit ausgerüstet, machen wir uns jetzt auf nach New Foxington und suchen uns mal ein Gebiet, wo wir unsere Twilight Tavern aufbauen können. RPTP. New Foxington. So, mal sehen. Wo würde sich das denn anbieten? Ich brauche halt schon ein wenig Platz, ne? Ich würde sagen, wir gehen mal hier lang. Also, muss schon ein bisschen am Rand sein, ne? Ich gehe mal ein bisschen weiter. Jetzt vibriert hier meine Uhr. Okay, es ist zum Glück nicht das, was ich erwartet habe. Sehr gut. So, hier scheint ja noch Aal frei zu sein, ne? Haus von Dumilum. Kommt hier jetzt Wasser? Oh, das ist ja blöd. Das ist ja jetzt ein bisschen blöd. Man könnte natürlich auf der anderen Seite des Wassers... Oh, hier ist schon was. Hier wurde schon etwas gebaut. Da wurde auch schon was gebaut. Ich gehe mal auf die andere Seite des Wassers. Schau mal, was da so ist. Es sind auf jeden Fall noch viele Bäume da. Ich habe noch gar nicht so viel gefällt. In New Foxington. Hier ist alles noch gut bewaldet. Naturbelassen oder um sich schon Zaun. Na, doof, nee. Gehen wir in die andere Richtung. Ich habe leider natürlich nicht auf der Dünnmap geguckt. Es wäre natürlich viel schlauer, einfach die Dünnmap zu öffnen. Kurz in der Overview zu schauen, wo ist denn da noch was frei. Und dann zimmert man das dahin. Aber jetzt gehen wir mal hier. Ich hätte das schon gern so ein bisschen am Wasser dran. Ist ja nicht verkehrt. Da hinten, wenn da gleich noch Platz ist, dann bauen wir da was hin. Ja, nö. Da ist kein Platz mehr. Hm. Sieht aber cool aus. Will noch nicht zu viel spoilern, weil es ist noch nicht auf meiner Server-Tool-Liste drauf gewesen. Insofern. Tja. Dann baue ich es hier vors Schloss, würde ich sagen. Hier ist doch Platz. Hier ist es doch gut. Hier ist sogar sehr flach. Das ist gut. Wir brauchen viel flache Fläche. Flache Fläche. Hier hinten mal gucken, wie es da aussieht, wenn da auch alles flach ist. Oh nein, hier ist schon was. Nadinchen hat hier den Fuchs hingebaut. Den habe ich gesehen auf der Dünen-Map. Gut. Den Fuchs baue ich nicht ab. Der bleibt. So, hier wäre jetzt noch denkbar. Ich schaue mal eben auf der Dünen-Map mit meinem Handy. Ich möchte nicht zu nah an irgendwas ranbauen. Ich will mich ja nicht gegen meine eigenen Regeln widersetzen, nicht wahr? Eben kurz mal. Oh, was war das? Warte mal. Das sah gerade aus wie eine Elster, eine dicke Elster. Ich mag Elstern. Nein, es ist einfach nur ein Schwan. Oder eine Ente. Keine Elster. Okay, so, Moment. Ich gehe zur Dünenmap. Ihr könnt da eben dem Schweinchen zugucken. Lesezeichen, Lesezeichen. Dünenmap. Da. So, und dann mache ich mir mal eben die Red Protect Teile an. Na komm. Ich habe zu dicke Finger. Kann Red Protect nicht anklicken. Los! Jetzt aber. Hä? Ja, läuft nicht so gut. Spring mal wieder zu mir. Oh, ich bin aktuell wohl mitten... Okay, irgendwie huckelt es auf dem Handy wie Kacke. Weg damit. Ich bin jetzt in der Wildnis. Das zählt auch alles noch als Wildnis. Ah, jetzt ist hier schon der Feuer King. Ja, das ist schwierig. Hier ist schon alles dicht. Also hier würde es sich halt echt anbieten. Auf dieser Fläche. Vielleicht reicht das auch. Wir können ja hier erstmal starten. Ich kann mich ja sonst mit dem Feuer King noch einigen, ne? Wie weit geht's denn rüber? Den Fuchs will ich auf jeden Fall unberührt lassen. Aber wenn ich das jetzt hier nehme, dann könnte das vielleicht schon reichen.
Das könnte reichen. Wir fangen jetzt einfach mal an. Komm. Was soll der Geist? Erstmal das ganze Zeug wegmachen hier, den ganzen Gerümpel. Und dann starten wir jetzt einfach gemütlich. Ich muss ein bisschen Abstand hier lassen. Wir starten jetzt einfach mal gemütlich. So. Okay, warte. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal hier an. Äußerbereich. Machen wir mal erstmal hier. Das wird wahrscheinlich etwas eng werden, aber wir werden sehen. Ich versuche jetzt mal mein Glück. Wenn das nicht passt, müssen wir schauen, wie wir es machen. Aber es sollte eigentlich passen. Da ist ja noch Luft, da ist im Notfall auch noch Luft. Und im absoluten Notfall muss ich den Fuchs ein bisschen bewegen. So, wir starten hier hinten mit zwei Dingern. Eins, zwei. So. Zwei Stück. Dann kommt ein gelbes. Gelb. Dann kommt blau. Dann kommt wieder zwei Stück. Eins, zwei. Dann brauchen wir gelb, blau, gelb und zwei Stück. Blau und gelb, blau, gelb, zwei Stück. Dann blau, gelb, blau, blau, gelb, blau, zwei Stück. Nochmal blau, gelb, blau, blau, gelb, blau, zwei Stück. Dann kommt gelb und blau. Zwei Stück. Und blau und gelb. Ups. Nee. Habe ich Erde dabei? Ein guter Fuchs hat immer Erde dabei. Zwei Stück. Ups. So. So weit, so gut. Wir können das eigentlich auch so lassen in dieser Holzoptik. Ich glaube, ich habe gerade gefrühstückt. Bin ich auch gerade mit fertig. Bin ich auch gerade mit durch. So. Okay, soweit so erstmal in Ordnung. Dann geht's jetzt hier hinten weiter. Ich habe das Gefühl, das reicht nicht mit unseren... Was habe ich denn da abgezählt? Aber wir werden sehen. Also angeblich habe ich das gezählt und es reicht. Wenn ich mir selber trauen darf. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, nee. Nee, der Fuchs kann nicht richtig zählen. Aber wir werden sehen. Eins, zwei. Dann. Blau. Gelb. Blau. Blau, gelb, blau, gelb, blau. Blau. Nochmal zwei. Dann blau und gelb. Blau und gelb. Nochmal zwei. Jetzt geht's hinten weiter mit gelb und blau. Gelb und blau. Zwei. Dann gelb, blau, gelb. Gelb, blau, gelb. Und wieder zwei. Gelb, blau, gelb. Dann blau und gelb. Und wieder zwei. Blau, gelb, blau, gelb, blau. Blau, gelb, blau. Wieder zwei. Nochmal blau, gelb, blau. Blau, gelb, blau. Wieder zwei. Gelb, blau. Das bleibt so wie hier, ne? Gelb, blau, blau, gelb. Alles klar. Gelb, blau. Zwei und blau und gelb. Zack, zack, zack. Ich brauche Modder. Mal sehen, ob ich in irgendeiner meiner Schalker-Kisten vielleicht noch Modder mit mir rumtrage. Sieht nicht so aus, aber wir können ja jetzt schon mal unser Gebiet hier claimen. Ruhig mit ein bisschen
Abstand. Ich guck mal, wie weit wir gehen können bis hier. Machen wir mal hier so Linksklick. Und dann ruhig. Gutes Stück da hinten hin. Rechtsklick. Wenn ich irgendjemand aus Versehen ein bisschen mit eingeclaimt habe, einfach Bescheid sagen. Kriegen wir hin. Aber jetzt erstmal aus Sicherheitsgründen. Wir keinen Stress nachher haben, ne? Ja, warte. Hier hin. Machen wir ruhig bis hier hin. Boop. Und dann machen wir RP Claim Fuchs Taverne. Ding, ding. Damit haben wir die Fuchs Taverne geclaimed. So offensichtlich scheint das ja doch zu reichen. Ich bin wohl doch nicht zu bescheuert. RPTP Fuchsturm. Zack. Es ist Zeit. Für ein bisschen Modder. Ich brauche Erde. Ja, nimm ruhig mal ein bisschen mit. Wir müssen da... Das muss geglättet werden. Na, ihr? RPTP Fuchs Taverne. Ich hab die ganze Zeit Twilight Tavern in meinem Ohr. Oh, Scheiß. So. Dann kommen hier wieder zwei drauf. Soweit so gut und dann schließen wir jetzt hinten ab. Hier ist die Ecke mit Gelb und Blau. Gelb und Blau. Müsste jetzt auch hier passen. Ja, Gelb-Blau, das ist einfach immer gespiegelt. Easy. Zack, zack. Dann Blau, Gelb, Blau, Gelb, Blau. Blau, Gelb, Blau, Gelb, Blau. Und dann und blau, gelb. Es hat doch gereicht. Meine Güte. Blau und gelb. Ich sag nur, hochbegabt ist der Fuchs. Hochbegabt. So, das ist der Grundriss unserer kleinen Taverne. Ne? Jetzt mache ich das ganze Geschmodder hier eben noch weg. Wir machen das einmal sauber. Ich muss den Platz hier noch ein bisschen begradigen und vergrößern. Hallo Schwein. Du bist gerade echt im Weg. Nein, wirklich. Du bist im Weg. Hallo. Wir müssen das eben mal ein bisschen einebnen. Nicht zu viel, aber so ein bisschen erstmal, dass wir noch ein bisschen Rand drumherum haben. Das wird noch alles hübsch designt, aber jetzt erstmal. Hier ist irgendwie ein kleiner unterirdischer Weg, läuft. Ich bin sehr gespannt, wie lange das dauern wird, bis das fertig wird. Aber es, wenn ich das halbwegs so hinkriege, wie das da aussieht, wird das eine ganz schön coole Sache. Mal schauen. Vielleicht kennt es ja sogar jemand. Anhand des Fundaments kann man es theoretisch schon erkennen. So, das packen wir alles weg hier. Du, weißt du, noch habe ich Hoffnung. Ne? Es fängt klein und gemütlich an, aber mal abwarten. Ich muss mir gleich die nächsten Bauschritte erstmal zusammensuchen. Am besten hole ich mir da meinen Laptop irgendwie nebenher oder so. You are now on wilderness. Tatsächlich? Oh ja. Ja, dann ist das so, ne? Also wir sollten das schon dicht machen hier komplett. Als Basisfläche. Mal ein bisschen den Rasen weg, weil es nervt. Man kann zwar das auch mit einem Blöcken einfach platt setzen, aber irgendwie nervt mich das. Zack, 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 zack. So, und schon geht die Erde wieder leer.
So, sieht doch schon ganz gut aus. Und mir geht echt die Erde aus. Wir hätten ein bisschen mehr Erde mitnehmen können, ne? Da hätte ich damit rechnen können. Also bis dahin machen wir jetzt erstmal noch. Dann soll das als Baugrund erstmal reichen. Und nicht zu hoch oder so, ne? Ne, alles gut. Das wird nachher natürlich noch ein bisschen editiert. Mal gucken, wie sich das noch so entwickelt. Also so als Baugrund erstmal ausreichend. Was ist hiermit geschehen? Ich habe das Gefühl, die Nacht bricht herein. Das ist natürlich zum Bauen ein bisschen kacke. Tut das jetzt nur, dass das jetzt dunkel wird? Offensichtlich tut es das. Und ich habe keinen Modder mehr. So, Moment, wir gehen wieder kurz nach Hause. RP. TP. Fuchs. Turm. Ups. So, holen wir uns da noch ein paar Ladungen Modder. Na ihr, bei euch alles gut? Ja, ne? Ja. Süß. Das sollte wohl reichen. RP, TP. Fuchs. Taverne. So. Das Album mit dem Track drauf werde ich mir gleich schön bei der Gartenarbeit reinziehen. Heute ist bombastisches Wetter. Perfekt, um also ein bisschen was im Garten zu tun. Und ja, heute wird der Tag des Bienenbeets sein. Ich weiß nicht, ob ich es heute fertig kriege, aber ich fange heute auf jeden Fall an. Und Brombeeren klein schneiden. Also eine Scherze. Eigentlich wollte ich den Eingang kränzeln. Ich glaube, das mache ich gleich als erstes. Tip, 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 tip. Noch ist Modder im Hause. So, wir füllen natürlich immer brav auf, ne? Keine Lücken. Was soll der Geiz, ne? So. So, das sollte jetzt als Basis erstmal reichen. Ich weiß nicht, wie weit die Ausläufer noch werden von dem Ding, also wie weit das sich noch entwickelt. Ich hoffe nicht zu sehr in diese Richtung. Sonst wird es problematisch. Wobei hier, man kann sich ja bestimmt noch einigen, ne? Hier ist ja nur Farmgelände. Wenn hier so eine kleine Taverne noch ein bisschen reineiert, da wird schon. Aber erstmal gucken, vielleicht wird es ja gar nicht so viel. Ich hätte sie noch ein bisschen mehr nach innen versetzen können, aber. Wir gucken erstmal, wie sich das entwickelt. Ups. Ups. So, einmal schauen. Ich weiß nämlich jetzt nicht, wie es weitergeht, deswegen müssen wir uns jetzt noch 30 Sekunden lang unser Werk ansehen. Da werden wir es noch ein bisschen rüber machen können. Am Abwand. Und ein Schwein ist schon drin. Macht direkt alles dreckig da, ne? Weh, du kackst hier hin. Tja. Ich bin gespannt. Damit beginnt es, meine Freunde. Ich nehme jetzt mal einen schönen Schluck Kaffee. Hm. Er ist sogar noch warm, weil ich ihn gerade frisch gezapft habe. Hm. So. Da kräht jetzt eigentlich auch schon der Hahn, wenn er die Pfeile denn finden würde und nicht zu lange laden muss. Läuft. Jo. Hahn, ist doch alles gut. Ist doch alles gut. Damit machen wir dann, meine Freunde, an dieser Stelle einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst mal einen Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Da werden wir dann jetzt mit dem Bau beginnen. Ich hole mir jetzt mal meinen Laptop hier nebenbei, dann kann ich das Video so nebenbei so laufen lassen und immer gucken, was wir machen müssen. Ja, und bis dahin euch erstmal viel Spaß beim Zocken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Blaufuchs.